Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. Heute mal wieder ohne Gesang, weil wegen anderer Leute hier im Haus. Hübsch. So, ich hatte hier gespeichert. Ja. Ja. Yeah. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwester in der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Na gut. Dann... Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Falsche Option. Ja. Ich würde gern... Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber... Ja, das hatten wir das letzte Mal schon ein paar Mal. Ich liebe diese Kamerafahrt. Ein Stammgast? 300 Orens inklusive Rabatt. Ja. Danke. Und jetzt folgt mir. Ich wollte einmal diese Fantasie ausleben. Geduld. Zuerst ein heißes Bad, dann werden eure Träume wahr. Na dann. Ja. 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 Oh shit, da fällt mir gerade ein. Das werde ich tun. Muss mal eben eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Ich bin erschöpft. Ich sterbe vor Langeweile. Okay. Ich muss mal eben gucken, weil ich bin nachher zum Telefonieren verabredet, wusste aber nicht mehr die Uhrzeit. Aber nee, passt alles. Ist alles okay. So. Wo war die Kneipe? Die war hier links um die Ecke, oder? Ich glaube ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, hier war sie nicht. Ah, okay, hier rechts rum. Zum neuen Narrakord. Ha, Frauen. Genau. Kameras. Diese Kamera ist echt der Killer, ne? Ach Gott, der ist ja nicht zu Hause. Ihr bringt doch nur Ärger. Nicht zu Hause, sage ich schon. Der ist nicht hier. Wo ist denn die Kellnerin? Ich brauche einen Lehrling. Wo ist denn eure Dirne von Frau? Neue Talente. What? Ah. Hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich ein Level-Up hatte. Na gut. Nehme ich doch mal mit. Resistenz, Rüstung. Gewandtheit. Blendenresistenz, Ausdauer. Resistenzen. Nehme ich das mit. Ausdauerregeneration, Schmerzresistenz. Lähmungswiderstand, das ist gut. Ja, nehme ich mit. Alkoholrausch runter ist gut. Wirkt nur, während der Mond aufgeht. Ist ja voll die Scheiße eigentlich. Faustkampf brauche ich nie großartig. Alkoholrausch brauche ich nicht. Ja, dann... Hier Gruppen... Ah, ne, Gruppenstahl habe ich durch. Gruppensilber habe ich durch. Schnellsilber. Wirkt nur, wenn der Gegner geblendet ist. Ja, das ist kacke. Schmerz plus 15. Wirkt nur, wenn der Gegner... Also die Talente sind langsam echt ein bisschen scheiße. Dann machen wir mal Schaden plus 20%.
Oh, das hätte ich gerne. So. Dann meditieren wir mal. Ich poliere euch die Fresse! Schlag mich, ihr Memme! Ich hab grad irgendwie gelesen, schlag mich, du Lümmel. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Naja, deine Mutter lutscht Zwerge. Ja? Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe den Beweis. Ich sah die Bisswunden an ihrem Hals, die ihr beschrieben habt. Wie konnte es nur so weit kommen? Sie muss unter dem Bann des Vampirs stehen, der sie gebissen hat. Vielleicht wurde auch sie verwandelt. Vielleicht. Hexer, ihr müsst helfen. Der Vampir hat eindeutig das Bordell heimgesucht. Ich werde tun, was ich kann. Schnie, schnarr, schnuff. Die wandern in den Puff. Mal wieder. diesmal muss ich den Papa was zensieren. Sehr schön. Wobei auf YouTube sowieso sonst niemand bei Witcher zensiert. Wie lange denn noch? So lange, wie du schlucken kannst. Warte mal. Du hast das Haus, ja, dann muss ich hier hoch, ne? Ja. Irgendwo eine der Türen hier vorne. Was führt euch hierher? Vergesst es. Das Hurenhaus. Was führt einen sonst hierher? Ja. Was für eine interessante Narbe ihr da am Hals habt. Gefällt sie euch? Sie verleiht euch Charakter. Betörend. Ich kann euch noch mehr zeigen. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. Wie viel? Können wir uns nicht auf weniger einigen? Nein, aber wir können feilschen. 750 Orens. 500 waren mir lieber. Wie interessant. Was würdet ihr zu 1000 sagen? Auf keinen Fall. Wow. Juhu. Verschwindet, Penner. Ja. Was für... Gefällt sie? Ich kann euch noch... Ich würde... Mit Vergnügen, Weißhaariger. Wow, jetzt muss ich extra nochmal Geld ausgeben. Ein Stammgast? Kann ich irgendwas geben? Ha, ihr macht Witz. Na gut. Ja. Was gefällt dir? Ich kann... Ich... Mit. Okay, diese... Kamerafahrt kann ich leider nicht überspringen. Ja, dann bezahle ich dich. Danke. Ich wollte einmal diese Geduld. Ja, wir nageln sie halt nochmal. Wie, es lohnt sich nicht. Juhu. Ja. Hä? Nicht. Hübsch. Ach, scheiße. Ich dachte, ich muss halt nochmal mit ihr reden. Wir haben geschlossen. Ich habe etwas für eure Herren. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht, das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Kann ich mit dem Siegelring was machen? Ich will verdammt sein. Tretet ein. Sehr schön. Lang
Ja gut, dann habe ich jetzt zweimal die Hure da gekauft. Ah. Wie lange denn noch? Achso, ja. Gut, Vampire, ne? Wie unhöflich, uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht. Aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? In diesem Gebäude haust ein Vampir. Die Male am Hals eines der Mädchen... Ich kenne etliche gewöhnliche Tiere, die solche Bisswunden hinterlassen. Des Mädchens Bruder glaubt, es würde niemals freiwillig in einem Bordell arbeiten. Er glaubt, es muss verzaubert sein. Und ihr glaubt das? Seid nicht naiv. Das Mädchen lebt hier wie eine Prinzessin. Sie trägt die feinste Seide. Freier verkaufen ihre Häuser, um nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. Sie hat Diener und genießt einen Komfort, von dem ihr nicht mal träumen könnt. Ihr Bruder wollte sie einem alten Trottel zur Frau geben. Mit Hämorrhoiden größer als... Lassen wir das. Sie allerdings wollte lieber eine Prinzessin der Nacht sein. Eine ewig verbotene, unendlich süße Frucht. Vysimas Traum. Was redet ihr da? Spürte es, als ich hier Blut trank. Was schaut ihr so? Ja, ich bin der Vampir, der dieses Haus heimsucht. Und doch töte ich niemals. Blut belebt mich, wie Alkohol die Menschen. Wie dem auch sei, ich habe noch keiner Seele etwas zuleide getan. Das ist Unsinn. Wir, meine Töchter und ich, trinken das Blut unserer Freier. Aber wir töten niemals. Sie geben Blut als Bezahlung für unsere Dienste. So hat jeder was davon. Und das Mädchen mit den blauen Augen? Das Mädchen rief mich. In seinen Fantasien. Es sehnte sich nach Freiheit und ewiger Schönheit. Wir sind keine Ungeheuer. Wie wär's mit einem Geschäft? Eine Nacht mit meinen Töchtern im Austausch für Frieden. Dafür, dass ihr die ganze Sache vergesst. Und wenn ich nicht zustimme? Wird jemand sterben. Ihr, ich, das Mädchen mit den blauen Augen... Wäre es richtig, den Tod zu wählen, selbst den eines Vampirs? Ihr habt gewonnen. Ich wähle Frieden. Kommt, meine Töchter. Es ist an der Zeit, dem Hexer den Ursprung all der Legenden über das Haus der Nacht zu zeigen. Oh. Ja, gut. Wow. Die sind auch alle Copy and Paste, ne? Ja, gut. Muss man drauf stehen, würde ich mal sagen. Ich brauche mal eine Pause. Verräter. Ich wusste, es ist falsch, einem Hexer zu vertrauen. Warum diese Einmischung? Ich ließ euch beschatten. Ihr habt gemeinsame Sache mit einer Vampirin gemacht und werdet jetzt mit ihr sterben. Macht jetzt keine Dummheit. Hier muss niemand sterben. Die Dummheit habt ihr begangen. Jetzt bekommt ihr eure Strafe. Haltet ein. Ihr habt keine Chance gegen uns. Uns? Meine geliebte Schwester, wir sind hier, um euch zu retten, um diesen bösen Zauber aufzuheben. Es gibt keinen Zauber. Eure Schwester ist aus freien Stücken hier. Sie hatte keine Lust, den Rest ihres Lebens Geschirr zu spülen und für einen senilen Greis die Schenkel zu spreizen. Genug der Lügen. Für die flammende Rose! Angriff! Wartet. Miau. Sie hat recht. Hier ist kein Zauber im Spiel. Eure Schwester hat eine Wahl getroffen. Hexer, ihr habt euch eben euer eigenes Grab geschaufelt. Vielleicht habe ich tatsächlich eins ausgehoben. Aber nicht für mich. Angriff! Ja, also, ne? Okay, die sehen halt schon echt heftig aus, die Vampire, ne?
Schon wieder war Igni nicht ausgerüstet. Sterb, Gauner! Okay, und der kriegt noch einen schnellen Kampf. Wunderbar. Ich bedauere das. Diese Männer versprachen euch sicher Gold. Ich könnte euch eine Gewinnbeteiligung anbieten. Was jetzt? Jetzt? Das Geschäft wird weiterlaufen. Wir müssen nur die Leichen wegschaffen. Und das Mädchen? Die Kleine tut, was ihr gefällt. Sie soll sich erstmal ausruhen. Es gab also keinen Zauber? Woher soll ich das wissen? Ich habe keinen gewirkt. Zauber sind oft nur schwer von Faszinationen zu unterscheiden. Ich habe Menschen getötet. Dabei sollte ich Ungeheuer töten. Das kleinere Übel, Geralt. Ihr müsst es wählen, um das wahre Böse zu vermeiden, das im Dunkeln lauert. Oh. Und vor allem in dem Fall waren die Männer die Ungeheuer. Ich brauche mal eine Pause. So, ihr schafft die Leichen weg, ich schaff für deren Inventar weg. Ich sterbe vor Langeweile. Vielleicht nicht gerade. Ja, Honigwabe. Mit Met komme ich ein bisschen besser durch die Gegend. Okay, was schmeißt ihr dafür weg? Gogo, Graver, Vivan, Kikimora. Jetzt mal sortieren. Katze. Schneesturm. Kann ich eigentlich wegschmeißen? Oh. Das nicht so machen. Kann die. Hä? Oh. Steckt die Klinge vorübergehend mit Magie. Ja, das ist dumm. Achso, ja, dann schmeiß ich hier Catwoman Gold weg. Zum ersten Mal sah ich das Schwert eines Hexers in Aktion und ich will es nie wieder sehen. Euer Bruder ist tot. Er bekam, was er verdiente. Der Dummkopf hätte fast mein Leben ruiniert. Kein Bedauern? Nein. Ihr wisst ja nichts von dem Horror, den ich durchlebte, bevor ich ihm endlich entkam. Er wird euch nicht mehr quälen. Hab Dank, Hexer. Danke für eure Menschlichkeit. Sehr schön. Damit haben wir auch diese Mission erledigt. Und damit, würde ich mal sagen, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Okay. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.